Wir basteln aus Bastelpapier heute ein Nähkästchen. So sieht unser Nähkästchen aus. Und das werden wir heute zusammen basteln. So sieht die Zeichnung aus. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Blatt erkennen kann. Ich habe es erstmal vorgefaltet. Ihr braucht Bastelpapier DIN A4 Größe. Wir müssen erstmal die Mitte finden. Deswegen knicken wir das Ganze einmal zur Mitte hin. So, da haben wir die Mitte. Von den Seiten aus messen wir einmal mit dem Linealbleistift je 2 cm. Machen hier ein Zeichen und auf der anderen Seite drehen das Ganze um und machen das gleiche auf der anderen Seite. 2 cm, 2 cm. So, dann verbinden wir diese Punkte mit einem langen Lineal. Da und einmal da. Dann haben wir die Mitte. Also das ist sozusagen der Boden von dem Nähkästchen. So, haben wir die Mitte. Jetzt brauchen wir diese Dreiecke. Das machen wir so. Wir falten das Blatt einmal so zur Mitte. Dann haben wir die Mitte und machen von dort aus, hier haben wir die Punkte, 4, 4. Machen wir von der Mitte aus je 4 cm wieder Punkte und von der gegenüberliegenden Seite auch. Und verbinden dann diese Punkte miteinander zu einem Dreieck. Dann machen wir hier an diesen Seiten nochmal Knicke. Und machen hier 1, 2, 3 Abschnitte, je 2 cm. Von unten auch nochmal 2, 2, 2. Verbinden diese Punkte miteinander. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Das gleiche machen wir mit der anderen Seite. So, dann zeige ich euch hier, das habe ich ja schon fertig, wie wir das Ganze
ausschneiden. Wir schneiden zuerst die Seiten ab. Das Stück brauchen wir nicht. Andere Seite. Wenn ihr wollt, könnt ihr nachher auch die Striche, die man noch sieht, wegradieren. So, dann schneiden wir bis zu dem Strich hier in der Mitte. Seiten so, nicht zu weit reinschneiden. So, und die Dreiecke, die schneiden wir auch aus. Die Stücke nehmen wir raus. Sieht das so aus. Gegenüber machen wir das Gleiche. So, und dann können wir auch schon anfangen, das zusammenzukleben. So. Diese Abschnitte legen wir so aufeinander. Ihr könnt es erstmal ausprobieren, diese Abschnitte auch nacheinander. So, und dann könnt ihr nochmal messen mit dem Dreieck, wie hoch das ist. Und dann kleben wir das Ganze so zusammen. Also, Klebestift. Dann mache ich hier an meiner Spitze des Dreiecks ein bisschen Kleber. Und lege die so zusammen, dass hier keine Luft dazwischen ist. Jetzt das nächste. Das nächste nochmal aufeinander kleben. So seht ihr. Könnt ihr nochmal hier ein bisschen knicken. Und dann die nächste Seite. Immer mit dem unteren Anfang. Ich zeige es von innen nochmal. Das letzte Stück. So, dann haben wir eine Seite fertig. Die andere Seite machen wir genauso. Wir knicken unser Dreieck wieder hoch. Kleber. So, dann haben wir das schon mal soweit. Diese Stücke schneide ich ab, die rausgucken. Beiden Seiten. Und dann brauchen wir hier noch
diese Abschnitte und den Henkel. Dann nehme ich hier die Kappe vom Kleber und schneide mir hier, mache mir hier eine Zeichnung rund mit dem Bleistift. Ihr könnt auch einen Zirkel dafür nehmen. Macht zwei aufeinander und habe dann gleich zwei Kreise, die ich ausschneide. So, die knicke ich einmal zur Mitte hin. Beide Kreise. So, mach den Kleber in die Mitte und klebe das hier an die Seiten dran, beiden Seiten. Dann brauche ich nur noch einen Henkel. Die Reste, die wir hier noch hatten, können wir zum Henkel nehmen. Da runden wir die Seiten einfach. Dann können wir das Ganze hier so dran machen. Das ist zu breit. Wir nehmen dann die Hälfte, können wir nehmen. Schneiden wir die Hälfte durch. Runden wir die Seiten nochmal. Und dann kleben wir das von innen so rein. Dann ist unser Nähkästchen eigentlich schon soweit fertig. So, das ist auch schon eine Nummer größer als das andere. Ihr könnt es beliebig groß machen und als Nähkästchen zur Deko benutzen.